Herzlich willkommen im Park der Gärten. So ein Park bietet uns Gartenliebhabern ja viele Anregungen und Ideen. Doch meist ist das eigene grüne Paradies viel zu klein. Es gibt aber eine Lösung, und zwar sogenannte Topfgartengehölze. Gehölze, die klein bleiben und das ganze Jahr über attraktiv sind. Und die will ich Ihnen heute zeigen. Die Baumschule Stöckmann aus Bad Zwischenahn hat in den letzten Jahren ein interessantes Sortiment an kleinbleibenden Gehölzen zusammengestellt. Züchter aus Amerika, aus Asien und natürlich auch aus Europa haben hier Selektionsarbeit geleistet. Es geht bei diesen Gehölzen aber nicht nur um die Form, sondern vor allem um die inneren Werte. Und da gibt es ein wichtiges Zeichen, Nasto-Symphonie. Da wissen Sie, was Sie kaufen. Und da gibt es zum Beispiel interessante Hortensien für die Terrasse, für den Balkon. Oder als Ergänzung zu den wunderschönen Sommerblumen, die allerdings nur für einige Monate für Farbe sorgen, sind dann zum Beispiel solche Gehölze wie diese Scheinzypresse. Pflanzen, die Ihnen für viele Jahre eine wunderbare Struktur auf Balkon und Terrasse bringen. Bei der Bepflanzung von Balkon und Terrasse, da gibt es kein Entweder-Oder, sondern nur ein Miteinander. Und trotzdem ist ein bisschen alles anders, wenn man Gehölze pflanzt. Die Balkonblumen, die düngt man bis in den Herbst hinein. Die Gehölze, die allerdings, die werden ab August nicht mehr gedüngt. Denn diese Gehölze müssen ausreifen. Damit werden sie winterfest. Und noch etwas Wichtiges. Man muss sie auch im Winter gießen. Denn alles Immergrüne verdunstet auch im Winter das Wasser. Und wenn sie im Winter nicht mit Wasser versorgt sind, dann würden sie zugrunde gehen. Es gibt wunderschöne Gehölze und ich wette, Sie finden in dem großen Sortiment von Nasto, erkennbar an dem roten Topf, immer ein passendes Gehölz für Ihren Balkon oder für Ihre Terrasse.